Das Böse ist immer noch hier. Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge von Resident Evil Zero. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal nochmal hier unterwegs gewesen. Mit Billy haben Rebecca gerettet hier. Sie war da oben am Hängeln. Und sind da jetzt... ja, einmal quer durch das durch die Kelleranlage gerannt beim letzten Mal und wir haben hier dann noch jetzt einige Räume tatsächlich, die ich mich gerade hier sehe, die wir noch erkunden können. Allerdings, bevor ich jetzt erstmal weitermache, liebe Leute, möchte ich einmal eine kurze Grüßrunde machen. Und zwar, ja, es ist tatsächlich soweit. Ihr hattet angefragt, beziehungsweise... Nicht ihr hattet angefragt, das ist mir einfach ein Bedürfnis, ja, euch mal zu grüßen, tatsächlich, alle Leute, die hier in dem Spiel aktiv dabei sind. Und da fällt mir doch als allererstes mal der Elite Pilot ein. Währenddessen mache ich hier ein bisschen Item-Management. Freut mich, dass du dabei bist, Elite, auch dass du die Geduld mit mir hast, hier immer schöne Tipps zu geben. Finde ich gut. So, genau, dann gibt es noch den Pixel T. Der ist auch sehr, ja, sehr mit Emotionen dabei, finde ich gut, so wie ich. Ist einfach ein schwieriges Projekt, ne, sagen wir es mal so. Und dann haben wir noch den Flying Dragon Games, auch er, sei gegrüßt. freut mich auch, dass du dabei bist und ich sehe gerade, uns geht's ja wieder mal nicht so gut, ne? Und genau, dann haben wir noch den Pixel T, habe ich erwähnt, den Just Svenny Gaming, stimmt, freut mich auch, dass du dabei bist, ja, auch sehr, du bist anscheinend auch sehr emotionsgeladen dabei, finde ich super. Let's split up. Okay. Wie machen wir das denn jetzt? Okay. Wartet mal. Und dann gibt es tatsächlich noch einen neuen Zuschauer hier, und zwar den Baran Obama. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ja, freut mich auch, dass du dabei bist. ein neuer Zuschauer, wie gesagt, das freut mich immer wieder, wenn, wenn neue Leute auf dem Kanal vorbeischauen und ja... Super, dass du dabei bist und ich hoffe, dass dir das Projekt nach wie vor zusagt. So, ich glaube, das waren jetzt erstmal alle Leute und wenn nicht, dann haut mich bitte. Aber es sollten alle gewesen sein. So, eine Holzkiste, da war wohl mal Schießpulver drin. Ein riesiges Loch liegt vor ihnen, da die Decke heruntergefallen ist. Okay. Genau, Item Management haben wir jetzt gerade gemacht. Da muss ich jetzt allerdings erstmal wirklich mal gucken, wo können wir hier noch hin? Ich meine, wir sind jetzt direkt hier reingelaufen und... Ach, okay. Ich glaube, ich kann mich da an Rätsel erinnern, was wir... Oder nee. Nee, nee. Wie gesagt, ich habe das Spiel jetzt seit 10 Tagen nicht mehr gespielt. Und irgendwie habe ich hier Angst, dass hier wieder diese Killeraffen kommen. Atmosphärische Musik hier auf jeden Fall. Oh, schöne Atmosphäre gerade. Lasst die mal auf euch wirken, Freunde. Was ist das? Okay. Gehen wir hier rein. 6 Seelen. Gefesselt von den Ketten des Todes. Entfachen Sie die Flammen des Lebens mit den Geistern der Schwachen. Ah, das ist ein kleines Rätsel hier, oder was? Ich überblicke alles. Kein Wesen entkommt meiner Macht. Das ist ein Tiger. Ja, das fängt doch direkt mal wieder sehr interessant an hier. Dank meiner List besiege ich das selbst das größte gehörnte Biest. Okay, und da sind so, keine List wird der Geschwindigkeit meiner flinken Glieder gerecht. Das ist ein Pferd. Das andere war ein... Was war das nochmal? Ein Wolf. Okay, ein Wolf.
Was haben wir hier noch? Das ist jetzt schön, gerade mal wieder, dass man mal wieder hier so ein bisschen Atmosphäre hat. Frei tanze ich durch die Lüfte und fange beinlose Beute. Das ist ein Adler. Das ist ein Reh. Ich rage hervor und präsentiere stolz meine Hörner. Meine Güte, was haben wir hier viele Tiere. Und eine Schlange. Bein und lautlos schleiche ich mich an mein Opfer heran und besiege mit meinem Gift selbst den mächtigen aller Könige. Okay, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier irgendwas... Sechs Seelengefäße von den Ketten des Todes. Entfachen Sie die Flammen. Das heißt, Sie müssen bei dem schwächsten Tier anfangen und dann hochgehen zum stärksten Tier, so habe ich das Gefühl. Und wir können hier nacheinander das Feuerzeug benutzen. Aber die Frage ist, was war jetzt das schwächste Tier? War das das Pferd? Nee, ich glaube, das war dieser, dieses Reh. Das hier. Das hier war das Schwächste, glaube ich. Weil er kann niemanden besiegen. Nutz mal das Feuerzeug. Okay. Wir müssen es nacheinander machen. Okay, wer ist denn dann der nächstschwächere? Ich glaube, die Schlange, die ist ziemlich high-end, oder? Bein und lautlos schleiche ich mich an meine Opfer heran und besiege mit meinem Gift selbst den mächtigen aller Könige. Also das heißt, das ist der stärkste, die Schlange. Das ist dann der zweitstärkste, denke ich. Der Wolf. Darf man jetzt besiegen, das größte das größte gehörnte Biest. Das größte gehörnte Biest, das da hinten ist gehörnt. Aber das ist kein Biest. Ich zünd ihn hier einfach mal an. Vielleicht kann es sein, dass das schon klappt hier. Okay, zweite der Wolf. Dann haben wir hier das Pferd. Keine List wird der Geschwindigkeit meiner flinken Glieder gerecht. Flinke Glieder. Ist das Pferd denn schneller als ein Löwe? Der Vogel, was ist denn mit dem Vogel nochmal? Frei tanze ich durch die Lüfte und falle beinlose Beute. Beinlose? Beinlose, also die Schlange. Das heißt, der ist als letztes, oder was? Würde ich sagen, ich mache jetzt einfach mal das Pferd an. Mach mal das Pferd an. Das ist direkt schon wieder ein spannender Einstieg hier in die Folge. So, dann haben wir jetzt noch die Schlange offen. Den hier haben wir offen. Den mache ich jetzt. Kein Wesen kommt meiner Macht. Verwenden. Ich hoffe, dass das richtig ist, wie wir das jetzt hier gemacht haben. Dann der Adler kommt als letztes. Da kommt jetzt die Schlange. Ich hoffe. Weil sonst hängen wir hier ein bisschen rum. Aber das ist ja auch mal nicht verkehrt, ne? Dann hier ist dieser Adler. Ist es so richtig? Es war tatsächlich richtig! Beim ersten Versuch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da bin ich jetzt gerade stolz drauf. Da bin ich jetzt gerade wirklich stolz drauf. Das hätte ich nie gerechnet. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass man da zwischen dem Tiger und dem Löwen nochmal hin und her wechseln muss. Aber da werde ich jetzt tatsächlich erstmal nicht reingehen. Ich möchte nämlich erstmal, wir sind ja direkt hier hingelaufen, ne? So panisch. Ich würde tatsächlich gerne erstmal hier nochmal reingucken. Ja, geil, Leute. Da haben wir das Rätsel mit dem ersten Versuch geschafft. Wenn die Gegner drin sind, gehe ich erstmal wieder raus, aber... Oh, guck mal. Da liegt Heilung. Ach ja, richtig. Richtig, ich erinnere mich. Freunde, hier liegen Kräuter, genau. Rote und grüne. Stimmt. Ah, das habe ich total verdrängt. Sehr schön.
Das heißt, wir kriegen beide wieder voll geheilt. So, das ist gut, ey. Das ist sehr gut. Was? Mitnehmen. Können sie nicht tragen? Ja, dann kannst du es verwenden. Billy. Ja, da bist du wieder gesund. Das ist doch gut. Dann können wir das hier austauschen kurz zu Rebecca. Austauschen, Rebecca. Und dann hier wechseln. Weil Rebecca, nur Rebecca kann Kräuter mischen. Kombiniere damit und verwenden. Genau, da sah sie es doch schon wieder besser aus. Da geht's uns beiden wieder gut. Ah, wunderbar hier. So, haben wir hier noch irgendwas vergessen? Da liegt noch ein blaues, aber... Das blaue lasse ich, würde ich tatsächlich erstmal liegen lassen. Ich glaube, sonst hatten wir alles, ne? Das waren nur die Kräuter, wo wir vorbeigelaufen sind. Das blaue lasse ich erstmal liegen. Das sieht man ja auch so auf der Karte. Nur für dich nochmal, Ellie, zur Info. Du hast ja geschrieben, dass man die Sachen erst auf der Karte sieht, wenn man die aufnimmt. Aber tatsächlich nicht. Schaut euch das an. Man sieht sie auch so auf der Karte. Interessant. So, okay. Dann gehen wir mal wieder runter hier. Weiter hier im Kellergewölbe unterwegs. Und ja, ich hoffe, dass wir jetzt hier keine... Erstmal keine Gegner mehr in den Weg gestellt kriegen. Ey, Mann. So, jetzt sind wir hier wieder in diesem mysteriösen Rätselraum. Aber ich würde gerne noch mal... Noch einmal zurück... Kurz dahin, wo wir angefangen haben. Und dann einfach nochmal geradeaus durch. Weil da ist ja auch noch eine Treppe. Und, ach, mein... So, mein Ohr hat gejuckt. So, was ist hier? Was ist hier? Gibt es hier Gegner? Wenn ja, dann renne ich weg. Ich renne weg. Da sind Gegner. Rebecca, komm. Da sind Gegner. Ich werde erstmal durch die... durch die Rätseltür gehen, weil der Bereich, der war ein bisschen kleiner. So. Und ja, dann freue ich mich, dass man wieder hier eingeschaltet hat bei Resident Evil Zero. Richtig geiles Projekt, wie ich finde. Und ja, geht direkt weiter. Hier ist, glaube ich, einfach nur ein Raum, ne? Sind hier Gegner drin? Ich habe keine Lust auf Gegner, bitte nicht. Keine Gegner und eine Flasche. Ah, danke. Danke. Molotow-Cocktail. Ein alter Schreibtisch. Er scheint keine besonderen Merkmale zu haben. Ja, aber das ist ein Molotow-Cocktail. Nimm den Molotow-Cocktail. So. Beziehungsweise erstmal die Flasche und daraus können wir einen Molotow-Cocktail machen. Kombiniere damit. So, wunderbar. Dann sind wir jetzt mit Billy aber voll. Das kann dann Rebecca nehmen. Genau wie das Benzin. Austauschen. Ja. Und dann hier. Genau. Q. Okay. Wunderbar. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Es sieht da ziemlich eklig hier aus. Das Bett liegt voller Blut hier. Ein Bett. Die Laken sind voller Blut. Ein simpler Holzschreibtisch. Die Schubladen wurden durchwühlt. Ah, hier war irgendwer drin. Okay. Ein Bett. Ja, okay. Was ist denn das hier? Einheitstafel. Aha. Was hast du damit auf sich? Untersuchen. Eine Steintafel mit einem Ritter. Das Wort Einheit ist eingraviert. Ah, ich glaube, das ist eine von den Tafeln, die wir oben brauchen. In diesem Kreisraum oben. Aber irgendwie... Ah, wir sind in der Kelleranlage, okay. Ich glaube, ihr wisst, wo ich meine. Und zwar da bei der Szene, wo ein Kamin... Ist wohl nur zur Zierde da. Kannst du den anmachen? Schade, okay. Da, wo wir diesen Riesentausendfüßler hatten als Gegner.
Und dahinter war ja eine Rittertür. Und hinter dieser Rittertür war so ein Raum mit so einer Kanone oder was das ist. Und da müssen wir, glaube ich, 3 Steine einsetzen. Und das hier ist einer davon. Scheint zumindest so zu sein. Ist jetzt noch ein Raum. Ich nehme Rebecca mal mit. Mal gucken. Vielleicht ist sie uns ja von Nutzen. Mit ihrer Munition. Bitte keine Affen. Das ist ein Zombie. Okay, das sind Zombies. Zombies gehen ja. Rebecca, hilfst du mir bitte? Hilfst du mir bitte? Nein, das wollte ich jetzt nicht. Partner? Du stehst doch auf Angriff. Warum hilfst du mir denn nicht? Schieß drauf! Oh, Rebecca! Ah, sie hat keine. Okay. Ich weiß warum. Rebecca hat keine Waffe ausgerüstet. Danke. So, können wir jetzt aber nachladen, ne? Genau. Wie viel Schuss haben wir noch? 20 Schuss. Und das ist auch wieder ein interessanter Raum hier. Der Schrank enthält persönliche Habe. Da ist nichts Nützliches drin. Okay, Betten. Ist das eine Kiste? Eine Holzkiste, ja. Da sind verschiedene Apparate und Geräte. Aber leider keine Kiste, wo wir unsere Items drin lagern können. Ein spartanisches Bett. Ich klicke mal alles an. Mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Irgendwas Verstecktes oder so. Ein paar Bücher liegen geöffnet auf dem Schreibtisch. Scheint keine besonderen Merkmale zu haben. Da liegt ein Dokument. Lesen wir mal. Tagebuch des Managementpraktikanten. Woran arbeitet Markus, der Leiter bloß die ganze Zeit? Wieso rührt sein abartiges Interesse an Igeln? Wow. Interesse? Manchmal scheint es eher Liebe zu sein. Angeblich sind diese Igel äußerst gefährlich. Ja, das haben wir schon gesehen im Zug, liebe Freunde, dass diese Igel tatsächlich nicht ohne sind. Dennis bekam hohes Fieber, als er einen der Igel berührte. Heute hörte ich es wieder. Ein schreckliches Stöhnen hinter dieser Tür. Schlafende Hunde soll. Ich halte mich fern, selbst wenn der Leiter was anderes befiehlt. Will nicht so enden wie Dennis. Der arme Kerl, dieses ständige Kratzen. Schon alleine vom Zusehen juckt es mich überall. Muss abhauen, aber wie? Dennis weg, ich gehe. Hunger. Hilfe. Mama. Um Himmels Willen. Ach du Scheiße. Ja, okay, er hat sich in einen Zombie verwandelt. Das ist so ein klassisches Resident Evil Tagebuch gewesen. Aber, boah, das stelle ich mir eklig vor. Wenn von einem Igel irgendwie in einen Zombie verwandelt. Ach Gott. Ein paar Bücher liegen geöffnet auf dem Schreibtisch. Die scheinen keine besonderen Merkmale zu haben. Gibt es denn hier sonst nichts in diesem Raum? Hä? Ist dieser Raum komplett nutzlos oder was? Also wir haben jetzt hier nur. Wir haben hier gar nichts gefunden, außer ein Dokument. Ja. Oder gibt es hier irgendwas noch? Irgendwas muss es hier doch noch geben. Eine Holzkiste. Verschiedene Apparate und Geräte. Kannst du die nicht vielleicht anzünden oder so? Nee, geht nicht. Sonst ist hier nichts. Oder, hä? Nee, scheinbar nicht. Gut, dann haben wir jetzt tatsächlich nur dieses Tagebuch gehabt. Interessant. Ja. Ah, wartet mal. Vielleicht ist hier in dem Schrank ja noch was. Nee, nichts Nützliches drin. Okay. Nö, dann sind wir hier erstmal fertig. Dann haben wir alles erkundet. Soweit. Und dann müssen wir durch die Tür, die wir mit dem Rätsel geöffnet haben.
Ach, Quatsch. Da waren wir doch gerade drin, ich Idiot. Wir müssen hier oben hin. Ich laber mal wieder einen Stuss. Da müssen wir in die Rätseltür. Ja, das war, da waren wir doch gerade drin, ich Idiot. Na ja, gut. Jetzt bin ich schon wieder. Schon wieder falsch abgewogen, ey. Das gibt's ja nicht. Und da laufen unsere Katzen gerade parallel den Weg entlang. Das ist gerade sehr lustig anzuschauen. Die laufen parallel hier rum. Fast im Gleichschritt. Oh Mann. Interessant. So. Genau hier war das doch, oder? Hä? Erwartet mal, ist in dem Schrank da vielleicht noch was? Nee, auch nicht. Ach nee. Wir müssen doch hier raus. Wir müssen doch hier raus und das ist ja ein ganz anderer Bereich. Das war ja hier oben. Das war ja hier, oder? War das hier? Nein! Verdammt, es war einer gar nicht da. Es war hier hinten, war das. So, liebe Freunde. Ah, ja, dann hoffe ich, dass es euch soweit gut geht. Mir geht's sehr gut. Ich habe auch jetzt 3 Wochen Urlaub. Das freut mich sehr. Da kann man mal ein bisschen entspannen. Und aber jetzt wird es angespannt, weil ich weiß nicht, was das für Gegner sind. Sind das Affen? Rebecca, schießt du bitte? Sie hat doch eine Waffe jetzt ausgerüstet. Warum schießt du nicht? Ich weiß nicht, was das ist. Ah, okay. Es sind Spinnen. Okay. Es sind 2 Spinnen. Wie geht's dir, Billy? Bist du schon vergiftet? Nein, okay. Wunderbar. Dann. Rebecca, Hilfe! Ah! Mach diese Spinne weg! Oh, danke. Ach Mann, und wir sind schon gelb. Ich hoffe, dass wir wieder Munition, Heilung finden. Es kommt auf uns zu. Ah! Okay, schieß drauf! Rebecca auch schon wieder gelb. Aber wir haben es geschafft. Wir haben die Spinnen erledigt. Das ist schon mal sehr gut. Aha. Da haben wir hier rechts einen Raum, wo theoretisch... Okay, da ist keine mehr. Sehr schön. Da haben wir hier rechts einen Raum, wo wir theoretisch keine Gegner mehr haben. Oder ist das der Raum, wo ich... Was ist das? Ich habe keine Munition mehr. Ich habe nur noch mit... Nur noch 3 Molotow-Cocktails hier, ja. Dann, Rebecca, bleib mal bitte draußen. Rebecca, bleib mal bitte draußen. Ich versuche das Ding jetzt erstmal zu erledigen. Was auch immer da ist. I'll check it out. Roger. Rebecca, du bleibst bitte hier. Ich habe keine Lust, dass du jetzt wieder in den roten oder orangen Bereich fällst. Gelbe Bereich ist noch akzeptabel, aber... Ach, das sind solche! Okay, das sind solche. Ich glaube, gegen die sind Molotow-Cocktails relativ effektiv. Nein, daneben geschmissen! Ach, Billy. Jetzt mach doch sowas nicht. Och, Billy! Ah, eine ist kaputt. Okay. Eine ist kaputt. Das heißt, ich würde jetzt tatsächlich hier... Aua! Ah! Du ekeliges Ding. Geh mal weg hier. Hallo, Billy, was machst du denn? Och, Mann. Geh wieder raus hier. Ah, ich hasse mich dafür. Das war schlecht, das war richtig schlecht. Und jetzt hängen wir wahrscheinlich wieder hier im orangen Bereich, ne?
Toll. Toll. Rebecca. Ich hole gleich die Granatenwerfer raus, wenn das so weitergeht. Aber wir haben ja erstmal noch ein bisschen was an Muni. Ja, dann. Oh, Junge. Boah, sind die widerlich, ey. So, jetzt mach doch! Schieß doch! Aua! Das ist richtig dumm! Oh nein, Leute. Bitte nicht jetzt. Keine Munition! Oh Gott. Um Himmels Willen. Geh mal raus hier. Geh raus hier. Oh, was sind das für Viecher? Ja, toll. Toll. Tolle Wurst. Orange und rot. Wir werden noch solche Probleme bekommen in diesem Spiel. Wir werden noch solche Probleme bekommen in diesem Spiel. Austauschen. Orange und rot und... Gottes Willen. Gottes Willen, Freunde. Was macht ihr hier mit mir? Ja, genau. Mann, ey. Ja, beide rot. Sehr geil, echt. Beide rot für einen Schlüssel. Oh, Schrankschlüssel. Das war jetzt richtig ineffizient, ne? Es sieht noch schlimmer aus als vor am Folgenanfang. Nur wegen ein paar Gegnern. Let's regroup. Okay. Nee. Rebecca muss hier bleiben. Es bleibt nichts anderes übrig. Ich weiß ja nicht, ob wir hier irgendwann mal wieder Heilung kriegen. Okay, was ist das jetzt für ein Bereich hier? Ach, Mann. Ach, okay. Diese Waffen wurden auseinandergenommen. Überall liegen einzelne Schießpulver herum. Wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Ach, okay, Kelleranlage. Ich brauche aber Heilung. Pistolenmuni. Ich brauche keine Muni. Ich brauche Heilung jetzt gerade erstmal. Hallo, nimmst du die andere Muni mit? Danke. Gottes Willen. Kombiniere damit. Rebecca kann mit rein. Da ist erstmal nichts. So. Tja, und ich habe noch gar nicht gespeichert in dieser Folge, ne? Also irgendwie. Ja. Ist das gerade ein bisschen doof. Aber gut. Okay. Ich würde gerne die an Rebeccas Pistole aufladen. Austauschen. Nachladen. So, und dann das hier kombiniere damit. So, dann renne ich aber wieder mit, wieder mit Billy rum. I'll go check over there. Okay. Ah, okay. Gewehrmunition, die sind ja aber gnädig hier. Ist hier sonst noch irgendwas verschlossen? Ah, jetzt ist dafür vielleicht dieser Schrankschlüssel. Tatsächlich. Okay. Ein Aktenkoffer. Ein Duralumin-Koffer. Kein Heilspray? Ich könnte mir doch, da könnte man dadurch antun. Ey, ein Treffer und ich bin tot hier. So, was ist denn das jetzt hier? Hier ist ein Bedienfeld. Nicht anfassen erstmal. Das machen wir beim nächsten Mal. Wir haben jetzt diesen Koffer. Mit einem Kombinationsschloss gesichert. Bei genauem Hinsehen sieht man die Zahlen 385 in der Ecke.
Ja, okay. Aber hat Rebecca nicht so ein Teil, womit sie das aufmachen kann? Hier, sowas hier. Wechsel. Kostüm. Ach so, nee, 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 nee. Wechseln. Ja, sie hat keinen Dietrich, ne? Ach. Das ist jetzt gerade echter Mist, muss ich sagen. Gut, Freunde. Dann werde ich jetzt mal Folgendes machen. Wir werden jetzt erstmal die Folge beenden. Ich werde jetzt nochmal gucken, wo hier der Speicherraum der nächste ist. Ach, der ist gar nicht so weit weg. Okay, Freunde. Dann würde ich aber sagen, dann gehe ich jetzt offline speichern. Und dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Würde ich einfach mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.